So, und da sind wir auch schon wieder. Im letzten Part haben wir die Zerrwelt betreten. Und ja, jetzt wird's nochmal spannend. Du bist also schon hier. Warum willst du die Welt unbedingt verändern? Wenn du die Welt zu sehr hast, dann such doch einfach eine einsame Ecke. Geh in die Ecke! Oder bring dich einfach um, wenn dich die Welt nervt. Spring wieder runter. Such deinen Ort, an dem du einsam leben kannst. Und an dem du niemanden um dich herum hast. Warum sollte ich mich vor der Welt verstecken und einfach nur sitzen und warten? Ich will die Welt von der vagen und unvollständigen Vorstellung von Geist und Verstand befreien. Nur so kann unsere Welt wieder vollständig werden. Das ist meine Gerechtigkeit und keiner wird mich aufhalten. Okay. Wer heißt jetzt? Servus klatschen. Ich werde nicht verlieren, nicht gegen ein schattenhaftes Pokémon, nicht in einer wertlosen Welt. Okay, jetzt wird's nochmal hart. Rachel. Kinoso. Sehr schön. Okay, er hat wieder das gleiche Team. Okay, dann kannst du nochmal kritisch werden. Ja, hau deine Top-Genesungen am Kino so weg. Bitte. Ich hoffe, der hat nur eine. Oder haut generell alle am Kino so weg. Okay. Das scheint jetzt sein einziges gewesen zu sein. Nice. Erstes weg, ohne KP zu verlieren. Ja! Ja! Muss die Finte weg. Weiterkämpfen. Perfekt! Sonntag kam wie gerufen. Nice! Agilität, ja, das kannst du ruhig machen. Du wirst garantiert schneller sein als ich. Oh, nice. Akupressur, oh, was macht das? Das dürfte jetzt ein GG für Dodri sein. Das dürfst du nicht überleben. Ja, nice. Was ist jetzt zweite Runde? Ah, schade, das reicht leider so nicht. Boah, Schnabel! Tut weh, tut weh, tut weh, tut weh. Okay, das reicht nicht. Volltreffer. Nice. Gleißendes Sonnenlicht. Kingler. Das ist Wasser-Pokémon, aber solange Sonne draußen ist, kann uns das nicht viel. Und nicht so mega viel. Shit. Ich hätte mich heilen sollen. Okay, wir haben noch eine Runde Sonnenlicht. Shit. Slam. Nochmal kritisch. Okay, nochmal Slam. Das ist gut. Okay. Sonntag. Ja! Ich bin ganz so angespannt, weil Sonnenlicht sollte, muss draußen sein, wenn Toto kommt. Ja, nice. Oh, lass schade, dass nicht in der ersten Runde gekommen ist. Perfekt. Reicht es? Gerade so nicht.
ich bin gerade so angespannt. Wenn ihr Tutschild macht, ist er garantiert tot. Ja. Nice. Nice! Oh, Revanche, Junge. Revanche. Was ich glaube, ist ein Signature. Wegen Level 48. Porygon 2. Alter, Hope 2.0 geht hier gerade durch. Der Sonntag kam so perfekt. Nice. Perfekt. Die Frage, hält er noch zwei Runden? Der Sonntag muss noch mindestens eine Runde halten danach. Nein. Starmie. Okay, er hat keinen Turtok mehr. Ich gebe zu, dass du mich an meine Grenzen gebracht hast. Nice. Boah. Ey, war das... Ich hatte so Schiss. Dieses Turtok, als wäre jetzt wirklich noch ein Turtok gekommen, hätte so Probleme gemacht. Perfekt. Wird zwar nicht viel Schaden machen, aber... Das ist ja nicht sehr effektiv, aber naja, scheiß drauf. Sonne. Ah, oh, perfekt. Okay, GG. Nice. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass wir das so gut durchkriegen. Okay, jetzt krittet er mich nochmal, aber egal. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir das verlustfrei schaffen. Hope, muss noch einmal durchkommen. Perfekt. GG. Weil... Wobei, die Verbrennung reicht noch nicht ganz. Ah, Genesung, shit. Aber wenn in der nächsten Runde jetzt keine Genesung einsetzt, dürfte das reichen. Nee, reicht leider nicht. Oh, danke, Flugzeug. Ich mach mal Kraxler, wie viel Schaden es macht. Nice! Komm schon, schlag dich selbst. Ja, perfekt. Das kann und darf nicht wahr sein. Eine Niederlage ist unmöglich. Ernsthaft? Der hat noch eine Top-Genesung. Ne, du darfst nicht. Du darfst nicht verbrannt sein. Oh, Hope. Wie du das hier durchballerst. Hat er keine Wasserattacken? Ich schick mal, der hat garantiert keinen Eisstrahl. Und selbst wenn, das dürfen überleben. Mit Thick Fat. Sternschauer, juckt mich nicht. Oh, nice. Oh, nice. Wasserpsycho. Scheiß auf Drachenklaue, Knirscher. GG. Also wenn das überlebt, dann lache ich. Okay, kannst du überleben. Nice! Ja! Verlustfrei! Wie nice! Oh. Ich kann das nicht akzeptieren! Das darf einfach nicht wahr sein! Nicht nach all den Opfern, die wir hierfür gebracht haben! Was wird aus meiner neuen Welt? Aus meiner neuen Galaxie? War das alles nur ein Traum, der nun von der Realität hin fortgewählt wird? Oh shit! Glaubt ja nicht, ihr könntet das Pokémon so einfach besiegen oder fangen. Diese bizarre Welt ist nichts anderes als das Pokémon selbst. Es zu fangen oder zu besiegen heißt, diese Welt verschwinden zu lassen. Also gut, macht was ihr wollt. Anstatt die Welt zu reparieren, werdet ihr sie für mich zerstören. Na los, macht schon. Ihr seid meine Erben. Du
Du darfst deine Lüge nicht glauben. Es ist nicht möglich, dass ein Pokémon die Welt verschwinden lassen kann. Die Welt hat auf dich gewartet. Und nicht nur auf dich, auf deine Pokémon. Und auf diejenigen, die dir nahestehen. All diese Pokémon, all diese Menschen wurden geboren, weil sie eine Rolle in dieser Welt spielen sollten. Davon bin ich überzeugt. Giratina wird auch weiterhin existieren. Die Zellwelt wird nicht verschwinden. Und auch unsere Welt wird bleiben. Lass uns Giratina treffen. Oh, ich sollte mich aber erstmal um dein Pokémon kümmern. Alter, ich bin gerade so glücklich. Lass uns Giratina treffen. Neues Team immer incoming. Giratina ist wütend, da sich die beiden Welten in Gefahr befinden. Eine Sperrsäule hat die Zellwelt mit unserer Welt verschmolzen. Und nun werden aus beiden Welten bizarre Welten. Aber es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Du kannst Giratina besiegen und ihm das enge Band, das sich mit deinen Pokémon verbindet, zeigen. Oder du kannst ihm zeigen, wie sehr du dir wünschst, dass er sich dir anschließt. Wenn du eines von beiden schaffst, wird Giratina dich verstehen. Und die Verbindung der beiden Welten wird aufhören. Okay, es bleibt Giratina, wird nicht randomized. Nice! Oh! Ich denke, ich darf es fangen. Das mache ich jetzt auch. Oh Gott! Geil! Nice! Ja! Oh, Team wieder aufgebaut. Nice! Oh Gott. Es wurde aufgrund seines Verhaltens verbannt. Auch aus der Zellwelt, scheiß auf die alte Welt. Nice. Ja, please, Diabolo. Diabolo. Und Diabolos? Ja. Ich nehme nicht Diabolos. Oder... Nee, besser. An alle, die Black Exorcist gesehen haben. Black Exorcist, Blue Exorcist, habe ich gerade Black gesagt? Egal. Mephisto! Nice. Giratina scheint es verstanden zu haben. Dieses Pokémon, dieses schattenhafte Pokémon wurde gefangen? Deine Handlung führt dazu, dass diese irrationale Welt auch weiterhin existieren wird. Wird es dadurch für mich unmöglich, eine neue Welt zu schaffen? Selbst wenn ich eine neue rote Kette herstellen würde, könnte es keine neue Welt geben. Warum nur? Warum willst du die beiden Welten unbedingt beschützen? Ist der Geist, so vage und unvollständig er ist, so wichtig für dich? Jetzt labert kurz Cynthia. Oh, habe ich vergessen zu lesen. Ups. Die Zeit, die wir leben, unsere Sprachen... Wir unterscheiden uns, aber die Anwesenheit von Pokémon verbindet uns. Wir teilen unser Leben mit den Pokémon und wir werden glücklicher. Denn in der Gemeinschaft sind wir so viel mehr als allein. Und weil wir zusammen mit anderen leben, sind wir in der Lage, gemeinsam zu kämpfen und Pokémon zu tauschen. Mit wem wir auch immer wollen. Sei still! Hör auf mit deinem Geschwafel! So rechtfertigst du also Geist und Verstand als etwas Reifes? Aber das ist nur das armselige Hoffen der Menschen, die sich der Illusion hingeben, glücklich und sicher zu sein. Die Emotionen kochen in mir hoch, Wut, Hass, Frustration. Und diese schlimmen Emotionen entstehen aufgrund meines mangelhaften Geistes. Aber genug. Wir werden uns niemals einig sein. Aber ich verspreche euch eines. Ich werde die Geheimnisse dieser Welt aufdecken. Mit diesem Wissen werde ich dann meine eigene vollkommene Welt erschaffen. Und eines Tages werdet ihr aufwachen. Und ihr seid in meiner Welt. Eine Welt ohne mangelhaften Geist.
Nur weil es Traurigkeit gibt, können wir Glück empfinden. Und aus Ärger wird Mitgefühl geboren. Lass uns nach Hause zurückgehen. Das Portal, bei dem sich Giratina befand, soll es uns zurück in unsere Welt führen. In der Legende steht geschrieben, dass Giratina das Wesen auf der anderen Seite unserer Welt ist. Da leuchtet es ein, dass auch eine Verbindung zu beiden Seiten haben muss. Ja, bitte. Oh, shit. Wir sind hier? Scheine Quelle, ja! Wir können noch ein Pokémon fangen. Oh, das war jetzt aber sehr unhöflich von mir. Klaus, das war fantastisch. Du bist ein toller Trainer. Ich möchte im Namen von ganz Sinn nur meinen Dank ausdrücken. Danke, Klaus. Oh, und vergiss nicht, Professor Albe Bescheid zu sagen. Er hat sich Sorgen um dich gemacht. Geh doch mal bei ihm vorbei. Ja, geh weg. Ja, Gott, Mädel. Oh, shit. Mephisto, lass dich anschauen. Mäßig, nice. Das ist doch, ja, geil. Unheilböden. Oh, leider ist das, oh, das ist geil. Ah, nice, nice. Kannst du Schirmkraft lernen? Oh. So, warte. Surfer? Alter, nice! Schade. Och, wie geil. Okay, neues Pokémon. Ja! Yes! Nice! Geil! Der Trimmerer. Oh, nice! Geil! Ihr müsst wissen, Gelass ist meine Lieblingsstadt von Sinnoh. Oh Gott, mach mir das gerade froh. Das wäre so ein geiles Team. Igelsam, mach ruhig. Besah mich, wie du willst. Wait. Okay, noch einmal Zertrümmerer. Das wird nicht so viel Schaden machen. Megasauger. Oh, aber ich traue mich jetzt nicht nochmal anzugreifen. Mann! Ich muss Hope rauswechseln, sonst kriegt ihr zu viel KP zurück. Warte. Titan? Ich weiß, wie ich dich schwächen kann, Junge. Papau! Leck mich doch am Arsch, Junge! Ich will dich doch fangen! Mephisto? Ich habe Angst, das Vieh zu töten! Okay, Hope, du darfst nochmal rein. Da muss ich dich einmal heilen. Okay, machst du eine These. Oh, du hast fast nur Moves, mit denen du dich heilen kannst. Gib's zu. Muss ich hauptsächlich nur nochmal heilen. Ja, ich bin gerade. Ich kann gerade glücklicher nicht sein bei der Challenge. Oh, J. Jesus Christ. Ja, mach ruhig Igelsamen. Okay, ein Zertrümmerer dürfte jetzt nicht reichen. Oh, also du hast einen Volltreffer. Hope. Hope. Mach keinen Scheiß.
Ja, im Leben nicht. Nice! Ich muss ihn nur noch gefangen kriegen. Schalke rein. Das hier ist bitte fangen. Schalke rein. Bitte. Ach Gott. Heilige Maria, Mutter Gottes. Alter, ich bin so am Arsch, hey. Beutel. Bleib doch drin. Oh, muss ich den Kopfhörer abnehmen? Boah, tut meine Ohren weh. Au! Muss ich wohl nochmal zur Trimme reinsetzen, ey. Jutte. Ja, mega sauge, mach ruhig. Dadurch sicherst du eher dein Überleben, was ich gut finde. Ah, oh, bist du gerade anstrengend zu fangen, Junge. Na, ich hab schon einen Namen für dich. Zertrümmerer! Also dreimal gesenkte Verteidigung, das dürfte jetzt. Viermal gesenkt! Ach, das ist eine Synthese oder so. Ja, danke. Gut, dann kann ich doch einmal Zertrümmerer einsetzen. Und dann müsstest du auf der Base auf. So weit unten sein, dass ich dich fangen könnte. Oder Starter-Pokémon und da versucht die zu fangen. Das ist immer ein Krampf. Alter, nochmal. Kann ich dich jetzt bitte fangen? Wer ist so freundlich? Schalke rein. Ja, unser Trümmerer wird es jetzt momentan auf der KP-Base töten. Das will ich nicht. Das Risiko will ich nicht eingehen. Komm schon. Überball. Oh, scheiße! Komm, mach Synthese oder so. Biss! Diese kommt jetzt auf einmal Biss. Oh shit! Beutel. Übertrank. Jo, der Part zieht sich. Ne, der Part zieht sich jetzt noch, bis ich das gefangen hab. Ah, und? Wie geht's euch so? Heute mal schönes gemacht. Ah, Gott. Ja, jetzt kommt die Synthese. Gut, dann kann ich jetzt mit gutem Wissen und Gewissen nochmal Zertrümmerer einsetzen und hoffen, dass Animal drin bleibt. Nice. Ich habe Angst jetzt nochmal. Okay, jetzt habe ich doch keine Angst mehr. Ich wollte gerade sagen, ich habe Angst nochmal mit Zertrümmerer drauf zu gehen, aber nee. Mach jetzt bitte nochmal Biss oder so. Sauger. Okay, du dürftest in einem guten Bereich sein, Junge. Ah, bitte, bleib jetzt drin. Ich werde wahrscheinlich cutten, bis ich es gefangen habe. Alter, Junge. Stress doch nicht so. Aber ich würde gerne deine Fähigkeit wissen. Oh, stress du rum, ey. Okay, noch einmal kann ich den Ball werfen. Bleib jetzt bitte drin, Schalke rein.
Danke. Du musst nur oft genug bitten. Ah, nice. Ich bin so glücklich gerade. Es weiß, wo es reinstes Quellwasser finden kann. Teilt ein der Pokémon auf seinem Rücken dorthin. Oh, so ein cooles Pokémon. Ja! Hi. Du bist heute männlich. Demeter. Okay, in Rip, da musst du wieder raus. Gut, dann würde ich sagen, ich schau mal, dass ich da unten wieder reinkomme. Ich glaube, da kann man auch noch hin. Das ist, glaube ich, auch nochmal was Neues, wo ich mir was fangen kann. Muss halt nur Cynthia da weg. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Wenn wir jetzt da schon hin können, sehen wir uns gleich im nächsten Part dort. Dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.